So, ein weiteres Paket, ich habe es schon mal aufgemacht, wie man sieht. Ein weiteres Paket wollte ich mit euch gemeinsam auspacken. Und ich weiß ja schon, was da drin ist. Und zwar ist es von Modellautos Dresden. Und zwar hier, ich habe auch schön Gutscheine, wie man sieht, modellautosdresden.de. Und ja, es ist was Kleineres in 1 zu 64. Also keine Hot Wheels, sondern drei schicke kleine Modelle. Und wie gesagt, so schaut es innen drin aus. Ich nehme mal dieses tolle Päckchen mit raus. So, oh. Und zwar habe ich diese Kekse geholt. Biscuit Cereals Original von Lü. Oh, und zwar habe ich, das ist alles, was in dem Paket ist. Und natürlich tolle Knisterfolie. Yay! Oh. Ha. Und mal wieder ein Gutschein. Modellautos Dresden. Könnt übrigens auch mal den Kanal von ihm abchecken. Und der macht richtig gut, also gute Videos. Und ich kann diesen Kanal nur weiterempfehlen. Und ein schönes Blatt Papier habe ich noch bekommen. Da sind so lustige kleine Buchstaben und Zahlen drauf. Und ja. Nein, Spaß beiseite. Also, Kekse sind zwar dabei, aber es geht nicht um die Kekse, sondern es geht sich hier drum, um dieses schöne Päckchen. Und zwar packen wir das doch einfach mal aus. Muss ich mal sagen. Oh, richtig gut verpackt. Ich sage euch nur, Schuko, Schuko, also keine Schoko, sondern Schuko und Tarmac Works. Mit Schuko zusammen. So, ich würde sagen, wir nehmen mal das kleine Paket. Und zwar, ja, jetzt habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen. Edition 1 zu 64. Porsche 911 Turbo. Der 930er. Hol ich mir mal gerade was zum Unterhaken. Ne, der ist scheiße. Diesen hier. Sitzschrauben, Dreher, Schraubenzieher. Wie nennt ihr das? Schraubendreher oder Schraubenzieher? Das ist doch mal ein richtig feines Gerät, oder? Wat schick. Hier mit Straße, Feldweg oder sonstiges. Metall. Leider nichts zum Öffnen, aber. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, lege ich den mal beiseite. Und dann kommt dieses Modell. Schuko Tarmac Works Jägermeister. Limited Production Run. Collab 64. Der altbewährte Karton, den ich so gerne mag. Zugeklebt. Muss ich auch noch aufschneiden hier. Muss ich auch noch arbeiten, ey. Nee, 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 nee. Der Herr gute Modellauto Dresden, Mann. Gut zugeklebt. So. Dann mal direkt aufmachen. Oh! Ui, schwer. Richtig cooles Gerät. Dachgepäckträger. Deutschlands meistgetrunkener Halbbitter. Jägermeister. Was steht auf dem Piat 53? Oh, wie man sieht, Metallboden. Gummiräder. Jägermeister!
Jägermeister auch an der Seite. Original Jägermeister. Und der schicke kleine Pappkarton. Den kein Mensch braucht eigentlich. Aber es ist nun mal mit dabei. Und wenn es dabei ist, ist es dabei. 1, 2, 3. Auto wieder rein hier. Und so. Will nicht mehr. Kein Bock oder was? Ach so, ich habe den auch falsch rum reingelegt. Eieieiei, wenn ihr mich jetzt sehen könntet hier, mit was für ein Krampf ich da reingehe. Karte. Ja, hier, so schicke Schokokarte. Schoko, nicht Schoko. Schokolade. Haha, wenn wir schon mal dabei sind. Oh, zumachen. Da wird sowieso nochmal wieder ausgepackt. Und dann haben wir einmal. Man sieht, was es noch gibt. BMW Isetta, Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz 300 SL, Porsche 356, 918, Beetle und schlag mich tot. Aber Schuko European Classic und zwar dieses schicke kleine Modellchen. Porsche 911, also 930 Turbo. Oh, mit dieser Lackierung ist man mega. Kann auch leider wieder nichts öffnen, aber man kann ihn hinstellen. Ja. Oder in die Wand hängen. Was ich beides nicht will. Ich packe ihn auf jeden Fall aus. Hier oben Schoko-Schriftzug. Das ist cool. Das könnte ich mir auch noch an die Wand kleben. Limited Edition 2400 Stück gibt es davon wahrscheinlich. Steht auch irgendwo, wie das wievielte Modell oder wenn der wievielte das ist von den ganzen. Scheint nicht so, ne? Na egal, man erkennt schon. Metallboden, Metallkarosse. Mijo, exklusiv, wie man auch immer sagen möchte. European Classic von Schuko. Metal plus Plastic Parts. Ja, Edition 1 zu 64 und wie man hier sieht, Limited 2004 Edition. Oh. Natürlich könnt ihr den auch folgen. Facebook, Insta. Ja, nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahre. Gut. Na dann. Schick, schick. So. Und dann ein Unboxing-Video von den Keksen. Oh, defekt. Egal. Oh, trinke ich mir gleich einen Kaffee. Lecker. Lecker, lecker. So. Ja. So, Leute. Das war's von diesem Video. Und wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch Kommentar, ein Abo. Oder sonstiges. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.